Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's wieder einen Gym-Vlog, Leute. Aber natürlich bin ich nicht allein am Start, sondern mit meinem Mitbewohner Timo. Ja, ja, und Special Guest El Mejor Cubanito. Was geht ab? Was geht ab? Hier im Manu-Trikot, ich im Barca-Trikot und Timo. Ihr wisst, was heute released worden ist. Ihr wisst es. Oh mein Gott. Black Ops 4, Leute, wurde released. Alter, ich habe mich so hart gefreut, weil es stand noch nicht fest, welches COD genau rauskommt von Treyarch. Und die setzen wirklich die Black Ops-Reihe fort. Richtig geil, Leute, darauf erstmal muss gepumpt werden. Und wir machen heute Ganzkörpertraining. Ich habe in den letzten Wochen nicht trainieren können, Leute, weil ich ja gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen hatte. Ich war sogar im Krankenhaus. Jetzt kommen wir wieder rein mit dem Ganzkörpertraining. Ist auch am besten für Kuba. Und ich würde sagen, vamos. Let's go. Kuba ist richtig motiviert, Alter. Er wird absolut drangenommen jetzt. Noch oben, Alter. Er wird richtig destroyed. Wir sind jetzt hier, Leute, am Rudergerät, Leute. Wir wärmen uns jetzt hier zu dritt nebeneinander auf. 10 Minuten. Let's go. So, Leute. Aufwärmen ist vorbei. Kam schon ordentlich ins Schwitzen. Jetzt die erste Übung, Leute. Beinpresse. Da muss Cubanito seine Fußballstärken beweisen. Schulterbreit, Füße hin. Zehenspitzen leicht über die Knie und eher nach außen tendieren als wie nach innen. Wir schauen, dass das gerade, dass die Beine gerade bleiben. Ja, und nicht durchstrecken, ne? Ganz zurück und vor und nicht ganz durchstrecken. Ja. Wir machen für jede Muskelgruppe immer eine Hauptübung, Leute, und dann noch eine Nebenübung und immer drei Sätze zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Zum Beispiel jetzt machen wir Beinpresse, danach machen wir noch Beinbeuger und danach machen wir uns den Rücken, dann machen wir wahrscheinlich Latzug. Ja, auf jeden Fall macht immer zwei Aufwärmsätze. Also ich bin ein Freund davon, sich ordentlich aufzuwärmen. Genau, Erma. Am Ende nicht ganz durchstrecken, okay? Genau. Dann kannst du bald bessere Knuckleballs raushauen. Hast mich schon enttäuscht in den letzten Monaten mit Knuckleballs. Wie enttäuscht. Was für ein Mach nur Spaß, Bruder. Timo macht seinen ersten Satz jetzt gerade, Leute. Hat jetzt hier 130 dran. Wir müssen uns jetzt auch erstmal wieder antasten beim Training. Also nicht jetzt direkt mit Maximalgewicht einsteigen, wenn wir jetzt die Wochen davor sehr unregelmäßig waren. Die Platte alleine wiegt 40, plus die Gewichte 130. Stark, zieh durch. Sehr schön. Nächste Übung, Beinbeuge. Und achtet drauf, da wo die Maschine auch reindreht, Leute, da sollten auch eure Knie sein quasi. Rücken nach hinten. Ja, Timo macht es ganz gut. Zu lange nicht mehr im Gym, ja. Wir sehen auf jeden Fall, dass er das ein oder andere Jährchen früher trainiert hat. Aber er hat sich ein bisschen gehen lassen, du mein Ich finde, dass Anton wirklich erst seit kurzem trainiert und er macht die Ausführungen wirklich sehr, sehr gut. Er bemüht sich auch und informiert sich immer, wie man es richtig macht. So ist ganz wichtig, Leute. Wenn ihr nicht hundertprozentig wisst, wie die Ausführung geht, Mann, dann fragt einfach jemanden vom Personal eures Fitnessstudios oder jemanden, der sich schon länger mit Fitnesstraining befasst. Oh, da sieht man die Anstrengung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nächste Übung, Leute. Timo zeigt uns wieder vor. Latzug. Wir greifen relativ breit, spannen uns hier gut ein, gerade Rücken. Genau, weit zurück so und so. Ziehen zum Brustkorb. Zum schön Brust kontrolliert. Zum Brustkorb ziehen. Und wenn du das Gewicht nach oben lässt, kann man leicht mit dem Oberkörper nach vorne, gell? Ja, ich lagere hier komplett aus, Nullpunkt und ziehe wieder komplett rein. Sehr gut. Anton kontrolliert das Gewicht hier echt sehr, sehr gut. Kuba gibt sich auf jeden Fall Mühe. Er geht ja eigentlich nie Gym, aber er ist heute jetzt mal mitgegangen mit uns. Hab's nicht nötig. Ist nicht nötig, sagst du? Ich hab die Chicks so oder so. Las Latinas vengan sin gimnasio, ¿verdad? Was ist bei dir? Wolltest du das Ghetto Gym. Auto-Workout. Nächste Rückenübung, Leute. Langhantel rudern. Timo zeigt es uns wieder vor. Ich habe das noch nie gemacht. Schulterblatt zurück. Und zieh dann Schulterblatt nach hinten zusammen.
zieh das eng am Körper vorbei, die Ellenbogen. Die Schultern richtig zusammenziehen, gell? Ja. Ist auch immer geil, wenn ihr bei solchen Übungen Spiegel am Start habt. Zum Beispiel, wir haben hier Spiegel links und wir haben Spiegel vorne. Das heißt, wie ihr gerade seht, Anton kann sich mit einem Blick kontrollieren, ob er selber den Rücken gerade hält. Wenn ihr nach vorne blickt, ist das schon immer mal gut, weil ihr den Rücken automatisch eher gerade habt. Ah, Anton. Ah. Nächste Übung, Leute. Bank drücken. Jetzt wird die Brust ordentlich aufgepumpt, Leute. Timo, sein Aufwärmsatz. Ganz entspannt. 40 zusammen mit der Stange und danach machen wir wieder 3x8. Ich bin noch gesund, Leute. Mann. Man spürt direkt den ganzen Junkfood, den man die ganze Zeit gegessen hat bei so Übungen. Ich muss gesund essen jetzt. Es ist halt echt so. Heute, wir haben so einen Schnitzel gegessen, weil wir halt so unterwegs waren, so unter Zeitdruck. Man muss halt echt auch auf Ernährung schauen. Okay, komm, bitte, komm. Versuch deine Handgelenke gerade zu halten. Ich bin so raus aus Backdrücken, Kiri. Geht, komm. Weiter. Die Muskeln machen sich schon zu, Digga. Geht. Ich bin voll da. Stoß. Oh, Digga, ich kann nicht mehr. Komm, du machst mindestens jetzt zwei. Geh runter. Oh, Digga, ich kann erste. Nein. Es kommt noch eine. Konzentration jetzt. Komm. Zieh durch für die Fans. Komm. Visca Bossa. Jawohl. Alter, ich bin so raus. Über einen Monat nicht trainiert. Anton war jetzt auch lange im Krankenhaus. Und dafür gibt er wieder voll Gas, er hat richtig Bock auf Training und ja. Das Wichtigste ist heute die Motivation, weil Bock habe ich, okay? Ja, das merkt man auf jeden Fall mal. Tu die Kamera noch näher an mein Gesicht. So Leute, Kuba gönnt sich auf jeden Fall erstmal wieder ein neues Getränk, ganz wichtig, viel trinken. Leute, ich habe gerade voll gechoked, ich habe meine Handgelenke voll falsch gehalten beim letzten Satz Bankdrücken. Warum geht das nicht, Digga? Achtet unbedingt drauf, Leute, dass ihr euer Handgelenk richtig haltet beim Bankdrücken. Hola, mi gente! Boah, tipp mich. Okay, Freunde, wir machen jetzt Bizeps Curls an der Langhantelstange. Vamos. Oh, Timo, sein Bizeps ist auf jeden Fall. Oh, fast kaputt. Oh, das war's schon. Das war's noch schon wieder komplett. Kubanito ist seine Cam. Rechnung geht auf jeden Fall raus. Rechnung geht raus, Timo. Bizeps kommt bei dir auch raus, mein Freund. Normal, Mann. Normal. Sangre cubana. Okay Leute, wir sind angekommen bei der letzten Muskelgruppe, wobei Bauch gebe ich mir glaube ich auch danach noch kurz. Also Trizeps, Leute, geben wir uns jetzt noch. Timo am Tanzen, was? Ja, Mann. Der Fortnite-Dance, oder was? Der Fortnite-Dance. So Anton war und ist halt der absolute Hardgainer und der hat echt krass aufgebaut. Ich meine, 10 Kilo draufpacken in der Kürze der Zeit ist halt echt schon stabil und ja, hat sich ein neues Ziel gesetzt und ich denke, das erreicht er auch. Viel Haferflocken essen, das macht er eh schon im Endeffekt. Ich versuche, wie gesagt, den Ellbogen hier zu lassen, Kuba. Nicht nach vorne so hart schwingen. Wo will ich den so lassen? Ja, ich weiß. Man muss den Muskel die ganze Zeit angespannt lassen. Ja, Leute, wie gesagt, Kuba trainiert nicht so oft. Nimmt es nicht zu ernst. Werden wir ein paar Ausführungen nicht perfekt machen. Okay, Matt, auf jeden Fall, wir sind mehr oder weniger durch. Sprich, ich und Timo sind durch. Anton will jetzt eher irgendwie noch por la mujeres für die Frauen wieder hier noch Bauchübungen machen. Digga, muss sein, Digga. Beste Bauchübung. Also ich finde die richtig geil, die Bauchübung, Leute. Mal schau, Kuba, du kannst auch hier die seitlichen trainieren. Das ist ganz geil. Training ist vorüber, Freunde. Kubanito ist richtig müde. Wir hatten heute auch echt einen langen Tag. Bei ihm kam auch ein Vlog. Nächste Woche kommt auch noch Fußball-Challenge gegen Timo. Wo der Verlierer
Ihr wisst vom letzten Vlog, ich müsste Real Madrid Trikot anziehen, wenn ich gegen ihn verliere und er posten, dass Messi der beste Spieler ist. Also besser als Ronaldo, weil er ist Ronaldo-Fan. Nein. Alle CR7 in die Kommentare. Nein, Leute, schreibt CR7 alle. In die Kommentare. Freunde, schreibt alle Hashtag Messi in die Kommentare. Messi Hashtag ist der CR7. Hashtag Messi. Ja, Mann. Messi ist der beste Leute aller Zeiten. Also, ich hoffe, euch hat das Gym-Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.